Am runden Tisch. Ihr macht mich zornig. Und Zorn ist gut. Er macht mich stark. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ihr habt euch für die falsche Seite entschieden. Ich bin bereit und werde bald losschlagen. Eure ängstlichen Truppen fliehen bereits. Vielleicht solltet ihr ihnen folgen. Ein wütender Sturm zieht in Richtung eurer Burg. Zeit, euer primitives Anwesen in Schutt und Asche zu legen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer gute Xander. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh. Euer Xander ist wieder back am Start. Und er ist nicht alleine da, denn der gute Krari Lotus ist auch in der Nacht. Ich bin da die Nachteule. Eigentlich sind wir doch beide Nachteulen. Warum sagst du nie gute Nacht, Xander? Weiß ich nicht. Muss ich vielleicht noch mit einbauen. Weiß ich, klingt so gut. Ja, dein Intro ist noch nicht lang genug. Ist doch nicht lang genug. Einfach noch mehr dranhängen. Nice, nice, nice. Ja, heute haben wir einen Top-KI-Kampf, Leute. Richtig. Top-KI-Kampf heute, yep. Ja. Das ist so cool. Nee, ich bin der Meinung, dass die beiden hier, ne, beide Kandidaten für den ersten Platz sind. Tja, dann wisst ihr, was auf jeden Fall im Titel stehen wird. Nice, nice, nice. Okay, wir haben hier die gute Narzissa in Schwarz, die Selbstbewusste, und den guten Negus, Krone des Südens. Genau, und Negus von Wurzelkasper, Narzissa von Toadi, für die, die es noch nicht aus den ersten drei Runden wissen, sind beides krasse Early-Game-KIs. Beide richtig viel Druck eigentlich im Early-Game. Narzissa vielleicht sogar noch mehr als Negus, ne? Da muss ich doch mal einen kleinen Lob aussprechen an den guten Wurzelkasper. Letztes Mal hat er die Morgana hier reingeschickt und der hat war wirklich ganz glücklich damit. Und er hat sich echt gemacht. Also der Negus ist echt eine ganze Stücke besser. Und krasser. Also besser im Sinne von, eigentlich, also ich würde sagen, Morgana hat so ihren eigenen, ne, also Morgane Fay hat so ihren eigenen Charme, die ist halt... Ey, ich meine Morgane Fay natürlich, Morgana. Genau, die ist in ihrem, im passt alles gut. Und Negus hat einfach einen völlig anderen Charakter, aber der ist auch einfach so rund, also ich finde, der läuft wie so eine geschmierte, was schmiert man denn so? Weiß nicht, wie ein Uhrwerk. Ja, so ein Uhrwerk, genau, der ist richtig schick designt. Und der gefällt mir richtig gut. Und Narzissa dahingegen, ja, die hat noch so ein paar Ecken und Kanten, aber das muss sie auch haben, wegen des Charakters, eben weil sie so ein bisschen böse ist und da sie schon keinen negativen Angstfaktor hat. Ja, gesehen, werden wir gleich sehen. Wir starten einfach rein, oder? Allein schon die Stimme. Ich habe jetzt schon Sorge, das Intro zu schneiden mit ihrer Stimme. Ach du Kacke, das wird anstrengend. Aber okay, ja, wir starten rein. Wollte ich sagen, wir haben hier Guilty Modder, Home Map vom Negus. Genau. Und das reicht an Informationen. Wir reden immer viel zu viel. Los geht's! Ja! Oh, jetzt sehe ich schon wieder die Kommentare. Und die Leute, die übers Intro drüber geskippt sind. Ja. Die meisten. Ja, hier wird es wahrscheinlich ziemlich viel im Early Game passieren. Da müssen wir mal schauen. Ja. Deswegen habe ich verlangsamt. Meine letzte Runde, die ich hatte, war ziemlich langweilig am Anfang. Da passiert nicht viel. Hier wird viel passieren. Wir haben auch schon die ersten Turmandeutungen vom Negus. Der baut ja keine echten Türme, deswegen kann er das viel billiger finanzieren. Ist eigentlich so schlau gemacht, ne? Wurzelkasper denkt sich so, okay, da ist Rebalance, Stein ist kostenfrei, lass uns einfach mal statt Türme Bauern bauen als Turm. Tatsächlich ist der Negus schon vor der Rebalance entstanden. Ach schade. Muss ich ehrlich zugeben. Stimmt. Aber ich glaube, Wurzelkasper hat noch ein paar kleine Sachen angepasst. Ich weiß nicht, ob die Türme dazugehören, das kann er uns sagen. Aber der Negus an sich auch einfach ist halt so ein afrikanischer Wüstenfürst. Der baut deswegen schon keine Türme, weil der ist quasi darauf spezialisiert, im kargen Umland zu überleben. Ja. Und der kann, das ist wahrscheinlich der Überlebenskünstler schlechthin auf ressourcenarmen Maps. Der hat auch die ressourcenärmsten Maps oder also die Early Game Maps schlechthin gewählt mit Guilty Modder und Berkalavia. Und ja, wir werden auch sehen, dass er eben wirklich stark ist auf den Karten. Das macht er hier gut. Werden wir gleich mal sehen. Wir sehen immer wieder ein paar Sklaven, die durchkommen, die jetzt noch in den, verteidigt werden von diesen Raid-Sammeltruppen des Negus. Für die Leute, die es nicht wissen, wenn ihr Raid-Truppen ausbildet, verteidigen die erst. Genauso wie Außenpatrouillen. Das ist wichtig zu verstehen. Ich finde sogar noch einen Tick besser.
Ja, gut, die sammeln sich teilweise aber auch in der Burg an wichtigen Gebäuden. Also die sind defensiv eingesetzt, richtig, aber die sind halt super random. Die Außenpatrouillen sind ein bisschen konsistenter außen vor der Burg. Auf jeden Fall. Oder an den Gebäuden. Aber die kommen leider zu spät, oft. Ja, und erst ganz spät. Kann man als Early-Ersatz quasi nutzen. Und genau. Hier ist auch richtig gut. Jetzt der Negro ist mit dem Counter-Raid. Richtig strong. Ja. Fackelt er seinen Raid noch ab? Oh nein, was tust du? Das war nicht notwendig. Ja, die Speerträger, ne, die mit den Sklaven zusammen hinkommen. Wenn die schnell genug sind, dann reißt sie das Gebäude ab, bevor es anfackelt. Ja. Denn die rennen ja im Vergleich zu den Sklaven, die dann eben nicht rennen durch die gemeinsame Gruppierung. Starker Raid trotzdem. Würde ich sagen. Ah, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der im Prinzip Narzissa so überholt auch. Narzissa normalerweise richtig schnell am Start und sie hat auch den Steinbruch angefackelt. Auf jeden Fall ganz gut Raid-Action hier. Das muss man ja KIs lassen. Auch hier wieder kommt ein Sklavenraid. Die kommen sehr konstant hier. Narzissa immer wieder so kleine Nadelstiche versucht, sie zu setzen, wenn Negus schon ein bisschen wartet und dann mit einer etwas stärkeren Raid einsetzt. Übrigens, Negus ist einer der KIs, die, finde ich persönlich, die Speerträger mit am besten verwendet. Innerhalb des Turniers. Ja, auf jeden Fall. Speerträger. Und Negro ist eben auch bekannt für seine vielen Slinger. Die sind so die Counter-Einheit auf alles, was Early Game ist. Das kannst du ja von deinem Kirito, kannst du ein Lied singen, ne? Der hat das stimmt. Auch. Der hat's auch. Und der Negus, ne, nur für die, die sich wundern, die Raid-Unit Base ist gerade schon 20. Also der bildet wirklich 20 Raid-Truppen aus, bevor der überhaupt losrennt. Aber das macht er halt so schnell, weil die so billig sind und kann sich das auch einfach leisten. Der hat die Speere halt übrig. Der hat die. Absolut. In der Wirtschaft und kannst zur Not auch welche. Was sind das hier eigentlich? Auch Raids von Narzissa? Ja, das müssten sogar die Sorties sein. Genau, die hat nämlich 7 Milli Speersorties. Wahrscheinlich hat der Negus auf dem Weg einen Arbeiter abgepiekst. Okay. Ich war überrascht, dass sie plötzlich einfach die Mauern hier angegangen sind. Guck mal, da kommen irgendwie arabische Schwertkämpfer. Ist das schon ein Angriff? Da fackelt wieder was vom Negus rum. Anscheinend sind das die Sortie-Units von dem Negus, die arabischen Schwertkämpfer, die da rüberkommen. Krass, oder? Was ist hier los? Witzig, kommt hier voll die Sortie-Action am Start. Aber ich finde, die Narzissa steht eigentlich schon ganz okay. Ich glaube jetzt nicht, dass der Negus hier jetzt so leichtes Spiel hat bei ihr. Also, die steht schon ganz gut. Ah, wie die Sortie-Schwertkämpfer einfach übers ganze Feld laufen. Ja, weil die im aggressiv eingestellt sind. Die greifen ja alles an, was sie gefühlt sehen. Und ich meine, er verschwendet jetzt auch kein Gold, wenn die rauskommen, denn ja, die leben halt relativ lang. Die sind ja relativ tanky mit der Rebalance und können auch den einen oder anderen Armbrustbolzen abhaben. Wobei Armbrust immer noch der Counter sind. Endlich mal tanky. Endlich mal Einheiten, die auch sinnvoll sind zu verwenden. Ja, vorher nie der Fall. Und jetzt der erste Angriff vom Negus schon. Ja. Wobei die Narzissa natürlich mit mega vielen Bogenschützen aufwarten kann später und damit dann den Hardcounter auf die Einheiten vom Negus hat, die jetzt am Anfang kommen. Da kommen hier die Slinger ganz gut und machen hier einen ganz guten Job bis jetzt. Aber ich bin gespannt, wie viel Schaden sie ernsthaft anrichten innerhalb der Wirtschaft. Ja, noch ist die Burg eben vorne offen. Wobei das auch immer so eine Sache ist, denn wenn die quasi nah genug ranlaufen, sind beide Torhäuser zu bei der Narzissa. Das heißt, die kann da auch nicht mehr ihre Arbeiter retten. Die laufen dann einfach vorne raus und sterben wahrscheinlich. Sie hat echt 6 Torhäuser. Oh nein! Was tust du? Nicht rausrennen! Das ist so ein Bait hier gewesen. Eieiei, da kommen die Assassinen. Die Assassinen natürlich auch böse. Die schlitzen die Slinger richtig schnell weg. Der Angriff vom Negus ist ja komplett ins Leere gegangen. Da ist ja so gut wie gar nichts passiert. Aber der Vorbild ist es hier. Da war dieser Wallbait quasi von der Narzissa. Und da kommen jetzt die Assassinen. Es könnte sein, dass die vielleicht sogar den Negus öffnen. Und der hat gerade überhaupt nichts zu Hause. Der hat nur 55 Einheiten. Darf man nicht unterschätzen, die Gefahr. Und jetzt ist auch noch der Söldnerposten gestorben. Was für ein IQ-Move hier. Das ist jetzt echt unglücklich. Er kann keine Slinger mehr bauen, solange der nicht mehr da ist. Was ist mit Slingern? Ja, stell dir mal vor, die Narzissa macht das konstant und dann kommt sie mit ihren ganzen Assassinen rein und der Söldnerposten ist nicht da. Der kann keine Notrekrutierung machen. Weißt du, wie stark Assassinen sind im Bereich arabische Schwertkämpfer? Tatsächlich sind arabische Schwertkämpfer die Counter-Einheit mit den Speerkämpfern zusammen. Ah, krass, also, okay. Theoretisch ist sie ganz gut aufgestellt, aber wenn sie eben nicht zu Hause hat, dann hilft das halt auch nichts. Ne? Also, Sekunde mal, also jetzt arabische Schwertkämpfer der Counter von Assassinen oder andersrum?
Also genau, arabische Schwertkämpfer machen sich sehr gut gegen Assassinen und Speerkämpfer können auch ganz gut traden gegen die. Und Assassinen countern hingegen gepanzerte europäische und okay. alles, was irgendwie leichte Rüstung hat, also Bogenschützen, Slinger, sowas, okay. das meucheln die einfach nieder ohne Rücksicht. Heißt so, auf dem Blatt Papier hätte im Prinzip der Negus bessere Vorteile? Zumindest gegen die Assassinen, aber das ist ja eine Mischung, denn eben gerade die Bogenschützen von der Cissa countern hingegen wieder die das ganzen leichten Einheiten ja, von dem richtig. Negus. Das ja, hier die, eigentlich die Patrol? Nicht Patrol, ich meine Sorties? Die Bogenschützen hier? Die Narzisse hat tatsächlich europäische Bogenschützen als Sorties, ja. Ah, ja. Die Frage ist aber, ob das Teile ihres Raids sind. Ich weiß es halt nicht. Nee, sie hat nur Sklaven. Sieht für mich auch aus wie Sorties, weil die bewegen sich doch schon sehr speziell. Sehr eigenartig. Sie produziert auch mega viele Bögen und Speere. Ihre ganze. Also sie hat, glaube ich, so richtig viele Workshops. Sie macht. Gerade auch so großen KIs wie Dane der Konkurrenz in der Anzahl der Workshops. Krass. Boah, hätte ich gedacht, dass sie das so viele Workshops hat wie Dane. Ja, sind halt nur Holzwaffen, ne? Die Eisenwaffen sind die eigentlich richtig Kohle bringen. Ja. Und ja, wir haben auch schon gesehen, wie Narzissa eben mal verloren hat. Ich glaube, gegen Schildmaid war es einmal. Tja. Genau, Tabelle. Wie steht die Tabelle eigentlich? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, genau. Narzissa, Negros, Dane, die sind alle, gleich auf. Ah, okay. Das heißt, den hat, glaube ich, schon gespielt jetzt in der letzten Runde. Also ich nehme immer die Tabelle, also ich nehme immer meinen Videos die Tabelle vom der letzten Runde, damit es sozusagen genau. eine Referenz gibt. Also in dieser letzten Runde waren die drei auf jeden Fall oben und noch jemand, der okay. gegen Dane cool. gespielt hat. Also alle drei im Prinzip auf dem ersten Platz oder halt nur von dem ja, Buchholz unterschiedlich. Es waren vier auf dem ersten Platz und ich glaube, ja, wir spoilern jetzt nicht zu viel, wir sagen, dass Dane sich da jetzt abgesetzt hat. Das heißt, wenn der Narzissa oder Negros zwei gewinnen, dann sind die jeweils eben auf dem ersten Platz, je nachdem. Absolut. Und der nächste Angriff. Da kommen schon arabische Schwertkämpfer. Oh, einige. Da hast du noch nicht so viele. Für so früh schon einiges. Die kosten ja auch noch mehr. Die sind jetzt 90 Gold statt 80. Ach, 90 sogar. Ich dachte 60. Oder war 60 in der... Das sind dritten Bogenschützen. Die kosten weniger. Weil das verdreht. Weil die halt offensive Truppen sind, genau. Und die Bogenschützen, die quasi in der Verteidigung eingesetzt werden... Die sind hingegen. Ja. Dann habe ich das verwechselt. Dann habe ich das irgendwie verdreht. Aber die Bogenschützen haben auch ein bisschen mehr Leben bekommen. Somit ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. So, das ist okay. Ey, die Bälle macht ja auch endlich mal Sinn. Also, die hat mal einen Sinn. Die Bellbauern. Ich so will cool. nie wieder zu Vanilla zurück, ehrlich gesagt. Aber. Echt? Ach, obwohl, ich komme mit Vanilla trotzdem gut klar. Also, ich komme mit beiden Bälles. Macht Spaß zu spielen. Sowohl Vanilla als auch die andere. Ich befürchte nur, dass sich Vanilla höchstwahrscheinlich sich im Endeffekt durchsetzen wird. Einfach weil es bekannt ist. In der breiten Masse natürlich. Ja, ich denke, auf langer Sicht wird sich die Rebalance auf jeden Fall durchsetzen. Es ist halt nur eine Frage der Zeit, wann die Rebalance gut genug ist, dass die Leute überzeugt werden. Es wird ja stetig weiterentwickelt. Vanilla ist halt so, wie es ist. Ne? Genau. Klar. Das bleibt für immer. Und jetzt ist halt die Burg schon offen. Wir haben jetzt hier ganz verpasst, aber... Der Negus macht so viel Druck, dass vorhin die ganze Wirtschaft lahmgelegt ist und noch die Burg hat er auch noch aufgekriegt. Das ist enorm. Also ich sehe hier, dass Narzissa schon in den Seilen hängt. Die muss hier wirklich ein gutes Timing erwischen, dass sie den Negus klein kriegt. Ich glaube, ansonsten sieht es wirklich arg böse aus für sie. Ich bin nicht ganz überzeugt. Natürlich, das war schon ein guter Angriff, aber so richtig viele Truppen hat sie jetzt auch nicht verloren. Ich gucke dir die Felddominanz an, trotz ihrer Sortie, Archer. Hier sind halt überall Bogenschützen und Speerkämpfer. Und jetzt wird's hier schmerzhaft. Hier. Yep. Und hier noch mehr. Das tut weh. Weil sie hat keinen Counter dagegen. Oh nein, das ist schlecht. Und das, obwohl eigentlich... nein! Eigentlich Harassing Siege Engines nur zwei sind. Das heißt, der Angriff läuft noch. Vom Negus. Wenn ich das richtig sehe. Sicher, dass das nur zwei sind? Ja, das sind die Angriffe. Ah, hier ist noch einer. Hi. Da ist er. Es brennt einfach. Es brennt einfach. Aber die Brunnen haben hier doch ganz guten Progress gemacht, die zwei hier. Also das war nicht verkehrt. Also da haben sich die Leute wirklich... Leute, das ist wirklich Vanilla. Feuer, also wie das Feuer spreadet und so weiter. Also man kann mit Brunnen doch sehr viel verhindern. Man muss halt nur wirklich klar machen. Ja, man muss sie schön verteilen über die Burg. Jo. Das ist wichtig. Das waren so die Sortie-Bogenschützen Progress gegenüber die Belauungskräter. Das ist natürlich auch das cool. Ja, das müssen jetzt die zwei Siege Harassing. Ja, sind sie auch. Sicher. Was? Natürlich der arabische Schwertkämpfer Sortie Knubbel dann von
Negos Counter dann wieder die Sortie, anscheinend, aber. Ja, vielleicht können wir sogar ein bisschen auf die Tube. Ich weiß nicht, wobei der nächste Angriff kommt eigentlich gleich wieder. Wir können mal ein bisschen Tempo machen, bis der nächste Angriff kommt. Es passiert eigentlich so viel. Ich kann mir noch mal kurz die Farm und Eisenminen angucken und so, die sich gegenseitig geklaut haben, weil das ist auf dieser Map nämlich ganz prominent, dass viele von den Spots geschert sind. Und ich damit guck gerade. Eine KI sich. Da hinten ist was von Narzissa. Da hinten ist was von Narzissa, erzähl doch keinen. Da hinten. Zwei sogar. Wow. Und hier ist eine Farm. Geil. Ja, die ist aggressiv, was das Bauen von einem Ressourcengebäude angeht. Aber sie hat kein Holz mehr. Ui, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, also sie hat noch da das gekauft, aber das ist halt. Sie schluckt halt Holz wie andere Nahrung. Ne? Also die ist. Wie Richard Eisen. Ja, genau. Oh, das tut auf jeden Fall weh. Der Sperrkäferknüppel von Narzissa reicht noch aus. Für diesen Angriff wahrscheinlich. Ja, aber das ist auf Dauer ist es so, wenn du nicht in den Angriff kommst, die Raids machen ja sehr viel Schaden. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Video auch erwähnt gehabt. Ich intensiv auf die Raids eingegangen. Der Steinbruch gerade. Genau. Brennt. Das sieht nicht gut aus für Narzissa. Gar nicht. Ey, das kommt doch so viel durch. Guck dir das an. Cool, wie sie geopfert hat. Ja, das ist übertrieben. Bis zum Keep. Oh mein Gott. Und da der provisorische. Ja, das war's, glaube ich. Leute abzufacken und zu abfahren. Nee, das ist nicht gut. Also so viel zu verloren, da wieder zurückzukommen. Ganz schön. Guck dir mal die Eco an. Ah, wohl steht noch einiges. Ich hätte gedacht, der hat mehr. Ah, guck mal, da ist gerade wieder ein Steinbruch gestorben. Ja, da hinten habe ich was gehört. Genau, da die zwei. Ah, ja, die das ist das so Wichtige für die KI-Modder. Wenn ihr einen Angriff habt, dann machen die Raids im Prinzip slowen die KIs oder legen sie praktisch lahm. Das ist die Idee von Raids, habe ich immer mehr das Gefühl. Teilweise ist es dann eben wirklich auch gut, länger im Angriff zu bleiben und dann auch ein paar langsame Einheiten einzustellen, damit die Belagerungsgeräte noch ein bisschen draufzimmern können. Absolut, das kommt noch hinzu. Ja, guck mal. Komm. Die wollten dann den Kornspeicher, ne? Also ein bisschen zu ambitioniert wahrscheinlich. Bisschen zu ambitioniert. Oh, der ist fast leer. Ja, da ist nichts drin. Tu mal. Das ist krass, denn Narzissa ist so eine, die lagert enorm viel Nahrung ein. Ich glaube, um eben auf solche Sachen vorbereitet zu sein. Der wird schwierig. Die hat Max Food von 100, die lagert in der Regel also 200, also 100 Früchte und 100 Fleisch ein. Ich glaube, wir können ein bisschen beschleunigen, weil es sieht ziemlich eindeutig aus. Um ehrlich zu sein. Die Narzissa kommt da nicht mehr raus. Die ist jetzt so im Boden. So ein Strategiespiel geht auch immer sehr viel um Wirtschaft. Also wer kann besser wirtschaften, wer kann besser wo Einheiten einsetzen und wer kann am besten Einheiten auch zurückhalten. So, Ressourcenmanagement. Und ich denke, der Pick an der Map-Pick war einfach auch genial gegen Narzissa, weil sie einfach viel absolut zu wenig Holz auf dieser Karte hat. Guck mal, die ganze Eco. Da gibt's Steinbruch ist irgendwie kaum noch da, eine Eisenmine. Ich meine, da ist kein Holz Steinbruch vorhanden, mehr. Das ist aber eben kaum abbaubar. Das kommt der nächste Angriff. Das war's, glaube ich. Ja, da sie brennt. Sie brennt und nicht da. Ich meine, sie kann jetzt nochmal ihren provisorischen Pechgraben da zünden. Wenn sie ihn überhaupt aufgebaut hat. Hat sie gar nicht anscheinend. Sieht nicht danach aus. Jetzt komm, guck dir mal hier. Ja, du siehst es, ne? Der skate ordentlich, auch ins Headgame. Okay, ist doch Pechgraben da. Okay, alles gut. Aber das nur die Sperrkämpfe abgefackelt. Und da selbst da kommt noch einer auf den Kiep. Einer, das ja. Da ist kaum nicht mal Bogenschützen noch auf den Kiep. Ich glaube, wir können Narzissa AD sagen. Tschüss. Kann sich Boah, ich will noch kommen. Ich kapituliere. Krass. Hast du damit gerechnet? Ja, doch. Im Prinzip dachte ich schon mir, dass es irgendwie in die Richtung ablaufen wird. Amigos ist krasser Typ. Die Sache ist jetzt auf der Rückmap. Die hat der Negus halt auch gewählt. Der hat halt auch Berg Alavia gewählt. Und Narzissa hat gerade erst ihren Map-Pick geändert auf Berg Alavia. Statt Warm Welcome oder was das vorher war. Und das ist gefährlich. Gerade gegen solche KIs wie der Negus ist sie wahrscheinlich extrem aufgeschmissen wegen der Slinger am Anfang. Ja. Sie muss das Holz abbauen. Sie muss schnell ins Rollen kommen. Und das wird gefährlich hier auf Berg Alavia. Hat sie eben auch nicht so viel Holz, dafür würde ich sagen, ist sie eben durch die konstante Eco, die sie da hat mit dem Holz, wenn sie das einmal, das ist quasi wie die Brot-Eco von Kirito, wenn die einmal ins Rollen kommt, dann kann sie auch den Vorteil theoretisch behalten. Ist nur die Frage, ob es halt hier der Fall ist. Meinst du der Negus? Okay, nee, der Negus hat die Brot-Eco, aber
Die Narzisse hat quasi Speerkämpfer-Eco. Ja, also okay. Speer-Eco, wie der Kerigotis, ja, ja. die Brot-Eger. Das ist quasi ja, okay. fast genauso. Ja, macht Sinn. Verstehe. Ja, die Kronen sagen, denke ich, alles aus. Also, die Narzisse hat nichts gesehen. Das war's. Hm. Würde ich sagen, Berg Alavi auswählen und los geht's, ne? Genau, los geht's. So, Berg Alavia, und ich würde sagen, Negus steht diesmal unten. Richtig? Diesmal Negus auf der linken Seite, genau. Perfekt, dann können wir direkt starten. Ich bin bereit. Bist bereit? Bereit? Oder breit? Ja, ich bin breit und breit. Ah, okay. Aber was mit deinen Studenten? Die muss ich auch noch kümmern. Darfst nicht zu breit sein, sag ich dir. Ja, ich schlafe mich dann aus bis morgen. Ausnüchterung. Oh Mann. Ja, Berg Alavia. Ja. Ich darf nicht mehr zu viel Kakao trinken heute. Ja, Kakao, echt gefährlich. Mein Gott. Ja, Negus, also ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass der Negus so stark ist. Ich mag den Negus, also ich finde ihn cool. So. Ja, ich weiß auch nicht, Wurzelkasper hat einfach jetzt, hat das so, also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber hat es so gut optimiert einfach. Es sieht erstmal nicht danach aus, ne? Er baut halt sofort die Getreidefarm, die Brot-Eco ist quasi sein Motor. Ja. Und er kommt aber smart. So schnell ins Rollen. Aber ich habe das Gefühl, die Narzissa hat eventuell hier eine bessere Raid-Chance, weil alle Raids sind hier am Anfang sehr schnell abgeprallt. Hm. Und bei dem Brot-Eco, KI ist auch beim Kirito ist genauso. Wenn du kein Getreide mehr hast und du kannst es dir auch nicht leisten, weil es einfach schon teuer ist, bist du dran. Bist tot. Wortwörtlich. Ja, das stimmt leider. Und ich meine, er hat jetzt sein Getreide, was er am Anfang gekauft hat, schon in Mehl verarbeitet. Stimmt. Aber... Da, ne? Ja. Ja, die Bäckereien, die werden jetzt langsam aufgebaut. Die Frage ist eben, ob er genug Holz zusammenkriegt, um die Getreidefarm wieder aufzubauen, konstant. Das Holz ist wirklich der treibende Faktor auf dieser Karte und für beide KIs in dem Fall. Ja. Und jetzt hat er eben auch Raids, ne? Das ist genauso gefährlich jetzt für... Absolut. Die Frage ist, was greifen sie an? Was greifen die Raids an? Ja, Steinbruch ist natürlich sehr schlau. Immer wichtig. Mhm. Hat der Narzissa noch Stein übrig? Ja, ja ein bisschen. Aber ich weiß nicht, was sie verwenden möchte. Das tut ihr jetzt kaum weh. Sie hat die 4 Speermanufakturen, hat sie schon. Und wichtig ist, dass sie Holz reinbekommt. Und da habe ich gemerkt, die Raids gehen nicht so auf Holzfäller fangen, sag ich mal. Erst sehr spät. Ja, die Steinbrüche kosten 25 Holz. Das darf man nicht vergessen. Die sind richtig. Ja. Oh ja, mit der Rebalance. Absolut nicht teuer. Oh, paar Farben wieder aufgebaut. Sehr gut gemacht, Negus. Die erste wollt ihr hin? Schon rein, weil die Getreidefarm schon angefangen hat zu ernten, die rechts noch steht. Mal sehen, wie viele Sklaven durchkommen. Das ist nämlich... Ja, immerhin. Die Eismine kostet auch 25 Holz, das ist auch ordentlich schade. Hat er den Brunnen schon stehen? Und noch hat er Getreide, guck mal. Und er hat auch eben Fleisch, du siehst... Ja, der setzt ja auch Jäger ein. Ja, das ist, macht, glaube ich, dann ihn noch ziemlich unempfindlich. Krass, also dann ist er vielleicht doch nicht so. Aber er hat noch keinen Brunnen, das wundert mich eigentlich. Was denn? Da ist gerade der Farmer abgefahren. Der Getreidefarmer, so. Der ist der Weizen. Ja gut, das ist natürlich unglücklich, wenn ihr Feuer ausbricht. Hier brennt wieder was. Ja, aber er hat mittlerweile 5 Getreidefarmen. Ja, das ist jetzt reicht. Also er ist ziemlich unempfindlich jetzt, was Getreide angeht. Das reicht, um ihn dann ins Laufen zu bringen. Und was noch ein bisschen mehr mir Sorge macht, ist, dass der Negus jetzt schon seinen Angriffsbalken fast gefüllt hat. Oh ja. Das ist ja noch gut wie gar nicht. Die hat eben überhaupt nicht genug Holz. Guck dir das an. Die hat eben... Ja, die hat da zwar Holz liegen, aber es ist nicht genug für ihre Manufakturen. Ja, was einfach bei dieser KI fehlt. Ich wusste auch bei Kirito, dass ich ganz viel Holz brauche. Leute, verwendet einfach AIV-Holzfäller. Das ist nicht schlimm. 6 Stück rein, gib ihn. Fertig. Kann man machen. Muss man machen. Die Frage ist eben, ob die, ich glaube, der Ersteller selbst wollte sogar, dass die KI eben nicht zu stark ist. Okay. Hat es deswegen absichtlich weggelassen. Gut. Vielleicht kritisiere ich auch oft dann auf zu hohem Niveau, aber mir ist es aufgefallen. Setzt ja, mehr AIV-Holz vielleicht. Ich muss gestehen, wir haben Narzissa, glaube ich, sogar genervt in vielen Aspekten. Ah, okay. Noch, als wir entschieden haben, sie dann zuzulassen, da haben wir noch einiges. Gerade weil sie eben auch sehr viel Verteidiger hatte und es war teilweise wirklich schwierig mit ihr klarzukommen. Also sie hat eben... Einfach too strong. Ja, too strong, sag ich mal. Ja. Also würde ich jetzt gar nicht dem so die Schuld geben. So wollen. Okay. Aber richtig, genau. Mit AIV-Holzfäller könnte man dem Problem auf jeden Fall anheimkommen.
Richtig, richtig. Ich kann ja auch nur von dem Standpunkt ausgehen. Ich weiß nicht, wie die KI vorher aus war. Das habt ihr ausgewählt. Deswegen ist es gut, dass du das nochmal eingehakt hast. Nur mal für alle Modder, wenn ihr eine KI baut und ihr wisst, ihr braucht Holz, setzt ein paar HIV-Holzfäller ein. Das tut nicht weh. Definitiv eine gute Wahl. So, mal sehen, wie viel Schaden die jetzt anrichten können, die Sliggies. Das ist bitter. Die ganzen Sortie-Sperrkämpfe einfach ins Nichts gerannt. Die Slinger halt Hardcounter. Ja, absolut. Natürlich sieht das jetzt ungefährlich aus, aber alleine, dass vorne das Tor ausgeschlossen ist, beide. Ist so viel Wirtschaft, die ihr da verloren habt. Drei Torhäuser. Das tut weh. Ja. Hat die sechs Torhäuser? Ja, die hat sechs Torhäuser. Boah, das ist ja echt viel. Krass. Es geht halt so viel verloren jetzt dadurch, dass dieser Angriff da so lange bestehen bleibt und sie eben keine Bogenschützen irgendwo auf dem Wall oder auf Türmen positionieren konnte, bevor der Angriff losging. Aber ich muss eine Sache sagen, ich finde das sehr cool gemacht mit den Treppen. Das sieht wirklich schön aus. Das stimmt, das ist das echt cool. Das sieht wirklich wie ein Kolosseum fast schon. Das bisschen. Ist quasi, damit sie die Leute hier huldigen und bewundern, die... Ach so, das ist natürlich auch cool. Ja, geil. Und sie ist dann der Mittelpunkt. Und wer nicht spurt, der wird verbrannt. Ah, okay. Wo ist der negative Angstfaktor? Nee, hat sie nicht, aber das liegt daran, dass sie so ein bisschen... eitel ist und ihr das nicht gefällt, wenn irgendwie so tote Leichen irgendwo in der Burg hängen und sowas. Ah, verstehe. Wer alle dann beseitigt. Oh, guck mal, die kommen da bis zum Torhaus. Rippsteinlieferung. Oh, okay. Warum klettern die denn nicht? Weiß ich nicht. Rippsteinlieferung. Ja, das reicht leider, aber überhaupt nicht. Nein, das reicht also, überhaupt nicht. Das ist viel zu wenig noch. Nee. Aber setzt mal ein paar Offensivakzente, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Find und ich, vor allem, ne, ihr seht jetzt gerade, wie dieser Angriff verpufft, ne? Gegen andere KIs, wo wir Narcissa gesehen haben, war dieser erste Angriff richtig tödlich schon. Die hat die einfach komplett niedergemacht und der Negus so, ja. Tja, Leute, wisst ihr warum? Ganz einfach, hier, die sind sehr gut verteilt, diese Spots. Und ihr seht, hier die arabischen Bogenschützen, sehr klug positioniert und natürlich zwischen die Slinger. Und ihr wisst, wie krass Slinger in der Early Power sind, bei der Verteidigung. Also die Position des Spots ist einfach die schiere smart. Anzahl, die Negus schon jetzt ja, das Truppen meine ich, genau, ja, genau. Und der hat sogar schon angegriffen vorher, ja. Obwohl, es ist eigentlich so, wenn du den ersten Angriff raushaust, dann ist deine Verteidigungszahl fast beim Maximum. Weil dann während der Angriff rausgehauen richtig wird, rekrutiert die Ganzzeitverteidiger quasi für all ihr Gold, wenn sie dann kurz in die Verteidigungsmodi genau. kommt. Macht sie eigentlich fast immer. Das ist eigentlich, also es ist meistens so, wenn du einen Angriff gefahren hast, dann bist du eigentlich durch. Stehst du eigentlich voll da. Voll im Negus Saft. Hat tatsächlich 80 Wardeath, was sehr viel erscheint. Aber er hat sehr viele. Aber eben fast alles nur Sperrkämpfer. Ja, hier sieht man das. Und die patrouillieren sogar, das finde ich auch sehr schick. Hm. Bei Beileiternträger. Da sehen wir wirklich mal diese Mechanik, wo die Sperrkämpfer eben die Leiternträger runterschubsen können. Stimmt. An der Mauer. Das ist richtig. Ich würde sagen, wir zoomen mal ein bisschen raus und gehen mal ein bisschen mehr auf Tempo. Es passiert nicht so viel. Brauche ich ja auch nicht langweilen. Ja. Beide KIs haben sich jetzt leider erstmal sichern können. Da ist leider wenig. Also, ich mag das immer, diese kleinen Scharmützel überall zu beobachten. Ja. Wie gesagt, leider. Sagt, viele Leute mögen ja gerne diese ganz großen Scharmützel. Da bin ich auch ein absoluter Fan von. Weil jetzt, wenn hier mal was abgefackelt wird, okay, das tut dann mal weh. Aber es tut halt tatsächlich so doll weh, dass es halt. So ein Schaden erregt, dass die KI jetzt komplett zurückfällt. Ist nicht mehr. Aber Narcissa echt unter Druck. Viele kleine Scharmützel in der Summe können halt auch was ausrichten. Aber das klar, stimmt. Du hast recht, die Angriffe selbst sind der tödliche Faktor. Richtig. In Kombination der Raids. Ganz wichtig. Nein, greift man jetzt nicht. Oh, ich greife jetzt an, das ist nicht ernst. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm, oder? Es ist echt smart. Ich find's gar nicht so schlecht. Nee. Hab der Angriff verpufft. Die Sorties regeln das. Uiui. Aber gut, da ist einfach viel zu viel da. Da ist das genügend da. Oh, ich weiß nicht, wie krass jetzt die. Wo jetzt ist. Ich hoffe, die Slinger natürlich. Ich meine, die Assassinen hoffentlich laufen jetzt mal hoch. Und vielleicht sehen wir, wie die Assassinen richtig schön gleich alles räumen. Das ist hier eine der kärgsten Maps, ne? Also, neben Bosporus vielleicht, die noch ein bisschen. Die hat mehr Farmland, aber die noch ein bisschen weniger Ressourcen. Ja, der das ist verbruft. Hier einer der Karten, wo so wenig Ressourcen da sind, wie fast auf keinen, also gerade nah an der Burg halt, die sind dann weit weg. Und Negus hat einfach ein Goldpolster von 3000 Gold. Ah, krass, ne? Einfach wegen dieser Brot-Eco, wegen dieser doch sehr minimalen Wirtschaft, sehr
nein, für diese kleine Burg eine relativ große Wirtschaft. So mache ich das. Und er hat auch Operation. Religion, damit ist er quasi auch safe, oh, was die Beliebtheit tatsächlich angeht. Ne? Also. Eine Apotheke auch noch dabei. Ah, ist aber was man braucht. Schlau gemacht, der Negus. So self-sufficient. Ich glaube, die Bogenschützen verpuppen jetzt nur noch gegen die arabischen. Arabische sind so viel stärker als europäische. Es ist unfassbar. Immerhin, die eitle Fürstin hier, die macht ihrem Ruf alle Ehre und hat noch mehr Truppen verloren als der Negus bisher. Also die hat mehr Units lost. Dahingehend tatsächlich also Ziel erreicht. Weil ein Großteil auch Sklaven waren, höchstwahrscheinlich. Insgesamt funktioniert die Map auch besser für sie, habe ich den Eindruck, als die vorherige. Ja. Sie hatten zwei einen Angriff rausgekriegt, das war gerade eben nicht der Fall. Und die Burg ist komplett geschlossen, guck mal. Ja. Sehr gut. Und die beiden vorne, die Fronttürme, auch nochmal einiges aus. Wenn sie denn jetzt die Bogenschützen noch aufstellen kann. Egos! Okay, jetzt wird die Verteidigung wieder erprobt. Wir sehen, die Slinger rennen nach vorne und können die Türme klären, zumindest einen. Ah ja. Die Speerträger. Pechkipper, weg ist er. Das ist böse, diese Patrol-Slinger, wie sie die ganze Burg einfach schließen und die ganze Wirtschaft lahmlegen. Das ist so bitter. Immerhin, das eine Tor ist noch, ist auch geschlossen, natürlich. Die Burg ist auch so gefährlich, sie ist so gefährdet, weil die hat einfach nur die Eco, halt komplett vorn oder komplett hinten, das ist so leicht Sheriff-Style. So ganz die opfert leicht. Ihre Bevölkerung. Genau, eben. Richtig. Nein, was tust du? Oh. Nein. Das hat die ganzen Truppen von ihr verbrannt. Was tut sie? Sie ist genau so konzipiert, dass sie eben immer ihre eigenen Leute abpacken, das soll ja auch so sein. Weißt du, einfach darüber haben wir ja gerade gesprochen, überall ist der 6 im Pflastern, OP. Ja, aber das, genau, das, da wird sie ihrem Ruf ja nicht mehr gerecht. Ich weiß. Sie soll ja eben alles abfackeln. Ich fand's witzig. Einfach der 6 hinhauen und dann hast du einfach komplett alles. Alles safer, als der 6 nicht brennt. Das ist aber so unfair. So, ich glaube, langsam geht's die Negus echt gut mit fast 5000 Goldpflaster. Negus hier, du bist echt gut im Saft, aber wortwörtlich. Ja, guck dir mal die Anzahl der Verteidiger an, das ist nicht mehr. Wieso nicht hat die zugelassen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, es ist halt wirklich, es sind nur so wenig Bogenschützen. Wenn da einer mal mit Briten und Bogenschützen kommt, ist das ja, sehr schnell. Ja, ich weiß, das ist sehr schnell erklärt, natürlich. Also der ist nicht unbesiegbar, auf gar keinen Fall. Keinen Fall, ja. Ich war nur überrascht, weil Negus. Wie, guck dir die Anzahl der Bogenschützen, die alleine klären jetzt schon den Angriff des Negus hier vorne. Oh, da kann sich Narzissa richtig behaupten in der Feldschlacht. Also Bogenschützen sind echt, also auf Feldschlacht so, Bogenschützen sind echt mächtig. Unterschätzt man gerne. Shit, guck mal die Anzahl der Schwertkämpfe an. Eieiei, heiliger Bimbam. Ciao, Bogenschützen. Tja, die sind jetzt da. Und er hat, ich meine, Narzissa hat nichts mehr. Die ist, die liegt blank, die hat, liegt auf Zahnfleisch. Sie hat eine Balliste. Er hat noch ein paar Pechgeber, vielleicht könnten die das ausmachen, nicht wieder rumreißen. Weiß nicht, ich glaube, das wird jetzt sehr schwer hier für Narzissa, das zu überleben. Na, obwohl, sie wird es wahrscheinlich überleben. Ja, wegen Notfallrekrutierung und weil sie auch genügend Geld hat für Slinger und was auch immer sie dann rauspumpen kann. Ja, genau, sie baut jetzt ganz viel Bogenschützen, sie hat ja keinen Leutekosten. Achso, dann sind es ganz viel Bogenschützen oder so rum halt, aber sie kann ja Notfall rekrutieren ohne Probleme. Und die Balliste war es auch sehr gut im Progress, weil ich habe das Gefühl, die Torballiste ist mit einem Hardcounter gegenüber jede Infanterieeinheit. Ja, und nach wie vor, ne? Ich sehe nicht schaden, die arabischen Feldkämpfe gegen die Mauern machen. Ach ja. So schön mit anzusehen. Die machen wirklich nichts. Gar nichts. Auch nicht mehr gegen Türme oder gar nichts, weil dieser verdammte Grafikfehler drin ist. Ist ja mit ein Hauptgrund, soweit ich weiß, oder? Ist irgendwie statt jeder. War es nicht jeder dritte Schlag wird gewertet oder so? Ich weiß gar nicht genau, wie das war, aber. Du weißt, was ich meine, ja. Wir haben jetzt. Mittlerweile haben wir die Adressen für Damage gegen Gebäude. Ach, cool. Und für die nächste Balance. Ich bin noch am. Also, die müssen wir noch ordentlich einfügen. Können wir die dann auch zur Verfügung stellen? Da können wir dann eben auch sowas machen, wie das Thunder mehr Schaden an Gebäuden machen oder so im Angriff.
Da habe ich richtig Bock drauf. Und da kann der arabischen Schwertkämpfer auf jeden Fall ein bisschen aus der Patsche helfen, weil das ist ja, also das ist ja wirklich lächerlich, was die machen. Selbst mit der Angriffsverbesserung sind die immer noch die langsamsten. Ja. Es ist so hart, ne? Mhm. Und dann kommt da so ein Pikinier an und macht einfach so haut einfach die so krass Pikiniere gegen Mauern. Ist halt auch insane. Ist auch so lächerlich. Soll ich dir einer, die am schnellsten Mauern klein kriegt, soweit ich weiß, oder? Piken? Piken, ja, Piken sind auf jeden Fall die besten mit Mönchen, glaube ich, zusammen. Ja, irgendwie so war das, ne? Und Speerkämpfer sind auch nicht so schnell, obwohl die eigentlich ja auch ungefähr so viel machen wie Piken. Schwertkämpfer und Ritter machen auch ganz ordentlich Schaden, die sind aber machen halt nicht so oft. Piken, ja, genau. Und Mönche greifen aber halt richtig schnell, also die machen halt eine sehr schnelle Animation, was Gebäude angeht. Wieder Ackermensch? Ist euer Ernst? Wollt ihr jetzt die ganze Zeit so weitergehen lassen? Tatsächlich hat der Nego sein gesamtes Gold von irgendwie 6.000-7.000, die er hatte, aufgebraucht. Na gut, du musst wissen, bei den ganzen Schwertkämpfern, jeder kostet 90. Ja. Ist der teuer. Hat auf jeden Fall ein gutes Investment da gelandet. Also die Bogenschützen sind sehr gut gegen die Speerträger, auch sehr gut gegen die Slinger, das sieht man. Aber gegen diese arabischen Schwertkämpfer, Alter, die marschieren da einfach so durch. Guck dir das an. Ja, ja, die Ramme konnte immerhin sich... Einfach nicht, scheißegal. Sieht nicht so aus, oder? Lebt hat die noch? Hat die Ramme von der Narzissa, die ist in die andere Richtung gelaufen. Wie ist eigentlich bei Feuerballisten? Sind die auch ein Hardcounter gegenüber Infanterie? Die Feuerballisten machen richtig viel Schaden an allem eigentlich. Also an die allem? Sind... Okay. Die machen halt gleich viel Schaden an allen Truppen, weil das konnte man leider nicht ändern. Außer halt an Belagerungsgeräten, da kann man das einzeln einstellen. Aber Feuerballisten machen ordentlich Damage, also die können auch arabische Feldkämpfer wegmähen. Arabische und gepanzerte, gerade gegen die lohnt sich das halt mehr, weil diese kleinen Puppeltruppen mit völlig egal, die One-Shot. Ja, eben, das greift ja halt nicht so schnell an, die Feuerballisten, ne? Deswegen finde ich solche die Turmballisten, wenn die viel Schaden machen gegen Infanterie, eigentlich auch logisch, weil das ist ja ein riesiger Bolzen. Da gehst du einmal durch, so, ne? Genau. Und theoretisch sind eigentlich trotzdem natürlich die Mang der Hardcounter auf Infanterie, weil die absolut immer One Shot, One Kill, ne? Also ein Treffer, ein Kill. Kann man leider nicht ändern. Was lächerlich ist. Ja. Aber ja. Leider kann man das nicht ändern. Also sobald man irgendwie über einen bestimmten Schadenswert kommt, ist es immer One Hit. Und wenn man es unter den Schadenswert einstellt, kriegt man leider die Ballisten-Sound total abgespielt. Was halt, also statt der Mang-Sound, der Mang-Sound ist halt abgespielt. Irgendwie das Spiel ist einfach so kaputt manchmal. Du stellst dann halt ein, die Mange macht irgendwie 15.000 Schaden statt 20, ja, und dann macht er statt Platsch, macht es dann ja, und das ist halt einfach völliger Schwachsinn. Was? Erzähl, das ist doch Quatsch, was haben die sich dabei gedacht? Ja, es ist hardcoded. Also, es gibt bestimmt die Möglichkeit, das irgendwie zu ändern, aber ja, muss man ein bisschen mehr machen, als nur einen Byte flippen. Ich würde sagen, wir machen Speed-Up, Quatsch, oder? Ey, ich weiß nicht, wie schnell der Negus fertig ist, aber können wir von mir aus gern machen. Ich weiß aber nicht, ich meine, der ist so schnell fertig, ich guck den Balken noch an. Und ich habe 1100 der nächste Angriff, aber wahrscheinlich eh nicht so interessant, würde ich jetzt mal predikten. Das kann gut sein. Da jetzt sehr viele Truppen in der Burg hat und wahrscheinlich nicht rechtzeitig ausrückt, dass es ein Acker-Match gibt. Ja, wobei, jetzt holt die Narzissa natürlich hart auf, weil der Negus hat kein Gold mehr und die Narzissa hat natürlich die Waffenproduktion. Also Acker-Match sind natürlich schon einfach cool anzusehen. So. Natürlich kann man die auch wegspeeden, weil du siehst ja, was passiert. Eine Seite gewinnt. Im Prinzip. Aber ich will noch einen Angriff abwarten, danach können wir es gerne ein Speed-Up machen. Mein 1100 ist schon schnell. Ist ja im Prinzip ein Speed-Up, ja? Ja, quasi, ne? Nur halt nicht... Ganz und mit so deinem neuen Laptop, ne, geht das alles hier richtig fix. Das geht echt. Ich bin auch überrascht, dass der so ein Tempo raushaut. Ja, und übrigens, Peter hat sich jetzt auch Parts bestellt. Der wird jetzt auch irgendwann mal halbwegs schnell das Spiel machen können. Und das vielleicht seht ihr das Overlay dann bei ihm auch bei den normalen Spielen. Ne? Cool. Das wäre natürlich echt nice. Jetzt okay. Oh, was überall gepiekt. Hier? Ah! Ei, das ist aber richtig gut für Narzisse eigentlich. Weil dadurch die Bogenschützen weiter vorne auf der Mauer stehen. Oh, wie viele Bogenschützen jetzt auf den Mauern sind. Krass, guck es an. Der hat nämlich 300 Bogenschützen im Angriff, wenn ich mich nicht täusche. 300. Ach du Kacke, wie viele Bogenschützen hier sind. Überall voll. Sieh alles voll, die ganze Burg. Yep. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und das ist eben ihre große Late-Game-Stärke, eigentlich diese Attack-Bogenschützen quasi. Mächtig. Ist aber auch nicht unverwundbar, weil sie vom Keep normalerweise nicht auf die Gegner schießen kann. Direkt, also vom Keep aus. Gut, jetzt haben sie einfach verteilt wegen dem Ausrücken. Das ist aber ja Zufall, ne?
Genau, das war gerade Zufall. Ist hier was passiert? Nö, natürlich nicht. Nee, die haben einfach alles getötet hier. Ich hab nichts gehofft. Bisschen, weißt du, ob was passieren sein könnte. Und mit der Rebellion ist diese Bursche jetzt auch auf keinen Fall okay mit den ganzen Helfern. Ihr seht, wie die weiter durchrücken, diese Schwertkämpfer. Krass eigentlich, dass die überhaupt so weit kommen. Holy shit! Macht doch mal irgendwas, Leute! Was ist wirklich? Die arabischen Schwertkämpfer, die einfach die gesamte Burg klären hier. Eieiei, da hat Narcissa auf jeden Fall die Rechnung nicht mit dem Negus gemacht. Ach du Scheiße. Jetzt greifen die noch an? Tja, die hat sich nicht bedroht gefühlt. Nein! Das ist keine Bedrohung. Ja, da stehen 20 arabische Schwertkämpfer am Burghof, aber... Es ist halt keine Bedrohung. Ich glaube, die machen gar nichts. Oh, es sind schon viele, also es sind jetzt nicht ganz so... Ja, sie machen auf jeden Fall ein bisschen Druck auf der Karte. Das ist ja auch nicht schlecht, um ein kleines bisschen selber wieder zurückzukommen und ein paar Gebäude aufzubauen. Boah, wie das und ist ja... Und ihr seht das, ne? Das ist eben die Möglichkeit, dass sie im Late Game... Wenn sie mal einen guten Angriff landet, einfach den kompletten Negus klärt mit den Bogenschützen. Der hat ja da einfach nichts dagegen zu setzen, gegen Bogenschützen. Ich glaube, der nächste Angriff vom Negus wird sehr entscheidend sein. Definitiv. Weil der jetzt so viele Schwertkämpfer ja auch hat. Können wir mal gucken, wie viel das ja eigentlich sind. Das ist ja schon eine Menge. Der skaliert die Hälfte, 50% quasi seiner Main ist Schwertkämpfer. Wenn er kein Gold mehr hat, baut er mehr Schwertkämpfer dadurch. Logisch, das heißt, ja. Die KI baut ja mal das, was sie zur Verfügung hat. Interessanterweise. Ja. Was eigentlich sogar gar nicht mal so doof ist. Also die KI macht das ganz gut. Also gar nicht so viel mehr Schwertkämpfer, ne? Also würde man jetzt denken, aber theoretisch, wenn er eben seinen Angriff nicht lange aufrecht erhält und den Gegner nicht lange damit bedrängt, weil der Schwertkämpfer braucht ja ewig, um den Wald zu durchbrechen. Richtig. Dann baut er dann im nächsten Angriff weniger. Und das ist eigentlich schlecht für ihn. Richtig. Nein, ich versuche immer auf den Speeder bei dem Turnierbett zu verzichten. Und ich meine, 1100 ist, denke ich, schnell genug. Ja, das läuft doch richtig flüssig bei dir, meine Güte. Besser als bei mir hier fast, also. Tja, Leute, ja. Laptop, ne? Nein, ich habe den Laptop eigentlich geholt wegen dem Stromsparen. Und das ist wirklich so, also der Laptop verbraucht ungefähr ein Drittel jetzt, was ich vorher hatte, und ist halt besser. Wahnsinn, ja, oder? Und die neuen Intel-Prozessoren, die verbrauchen zwar trotzdem relativ viel, aber die Laptop-Prozessoren sind immer noch ziemlich gut optimiert. Ja, deswegen, ja, das war so mit der Hauptgrund, weil man muss ja auch ein bisschen was für die Umwelt tun, ein bisschen Strom sparen, ne? Ist immer gut. Und dann passt es, denke ich, auch. Alter! Ihr seht's, die können da vorne diesen einen Spot können die abschießen, ja? Aber alles, was da im Wall ist, die haben keine Schussmöglichkeit. Die schießen da zwar, aber treffen nichts. Sind diese zwei halt Türme eigentlich Deko? Der und der? Ja, theoretisch stehen da auch ein paar Bogenschützen drauf. Die hat aber irgendwie Verteidigungsprozent von... Weiß ich gar nicht, 5% oder sowas, die rekrutiert in der Partei. Ja, 5% im Weak und 10% im Default im Strong Stadium. Also, die rekrutiert eigentlich keine Verteidiger. Und da sie eben zusätzlich noch ihre ganzen Bögen für Sorties raushaut, kannst du dir überlegen, ne? Ich verstehe. Ja, macht Sinn. Ist schwierig. Guck dir das an, holy shit, wie weit die arabischen Schwertkämpfer da kommen links. Ich bin sogar überrascht, dass sie noch weiter gekommen sind. Gerade eben. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen die Keep reinkommen, weil gerade war es richtig geil. Also richtig, was heißt richtig geil, war richtig, richtig interessant so, weißt du, so mit dem, mit dem 300 Bogenschützen auf dem Keep und da sind halt einige Sperrkämpfer, die richtig knubbeln können, weil die am Speed haben. Ja. Also, das war schon eine Gefahr, die ich so ein bisschen unterschätzt hätte. Also du hast wahrscheinlich gerade noch andersrum, aber... Also ja, ich hätte gedacht, dass Negus jetzt wirklich hier einmal durchmarschiert, was ich gerade eben gesehen habe. Dachte ich wirklich, aber die Schwerträger haben einfach geknubbelt und haben sich gedacht, nö. Und Negus hat sein Gold schon wieder aufgebraucht, das ist gefährlich, denn wenn Narcissa jetzt mal einen richtigen Angriff landet, könnte sie sich die Dominanz im Spiel holen, könnte da diesen Angriff gerade wegen der vielen Bogenschützen halt ewig aufrechterhalten. Ja, ne, diese Sorties sind ja langsam auch ziemlich stark, weil so langsam habe ich das Gefühl, von der Felddominanz her kommt Narcissa immer dichter ran. Definitiv, die Felddominanz hat sie jetzt schon, einfach weil die gegnerischen... Ja gut, diese drei Sortie-Schwertkämpfer, ja, die werden halt auch gegen 30 Bogenschützen dann nichts mehr machen. Nee, die sind, reichen nicht. Irgendwo ist das Limit erreicht und da kommt... Jetzt bin ich gleich sehr gespannt mit dem Angriff auf Narcissa. Der greift nämlich gleich schon an, die sind gleich durch. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt könnte es sein, dass sie eben dauerhaft diesen Angriff offen aufrechterhält, weil sie so viele Bogenschützen hat und die brauchen ja ein bisschen, bis die... Vor zwei Waffenkammern und dafür, glaube ich, nur zwei Einheiten. Das ist richtig Storm, bei der Schlange habe ich das nämlich gesehen. Wenn du zwei Waffenkammern hast und nur Speerträger und Bogenschützen, ach, du, das ist krank, was du da rausholen kannst. Ja. Das ist, weil die halt nur eine Waffe brauchen, brauchen die den halben Platz, können doppelt so viele Waffen, also doppelt so viele Truppen quasi. 50 Waffen. Einfach gesaved. Und die rekrutieren dann noch nach. Es ist ja nicht so, dass sie dann noch, ne?
Es ist ja nicht so, dass ich kann nur auf 150 durch so stellen. Ich glaube, das wird jetzt gefährlich. Guckt euch mal, wie viele Bogen sind das denn. Au, oh, wow. Oh. Negus! Ich glaube an dich! Uiuiui, das wird jetzt legen. Jetzt muss wahrscheinlich runterstellen. Hab ich runtergestellt, wegen dem Pathfinding. Das ist bei so vielen Bogenschützen immer die. Die machen das halt Stop and Go. Das ist das, er liegt am Torhaus. Die Produkte daneben Bogenschützen liegt es gar nicht. Die können so schnell auch, so umgehen, wie sie machen. Das auch an Bogenschützen immer. Also, wenn ganz viele Bogenschützen angriffen sind, die im Stop and Go machen immer so. Immer neues Target anvisieren. Krass, wie viele das sind. Ja, das kann auch gut sein. Jetzt ist ja das offen. Das heißt, es dürfte eigentlich kein Pathfinding-Problem mehr sein. Sie schießen eben nicht die Bogenschützen von dem Negus von den Mauern runter. Sie kommen, sie schießen dann immer erst die erste Einheit, die halt da ist. Und die kommen halt immer näher. Und wenn sie dann die zum Beispiel den in Priorität haben, dann greifen sie den auch an. Weißt du, was ich da noch sehe? Da sehe ich Feuerballisten hinten bei ihr. Mhm. Wenn die es schaffen, nach vorne zu kommen, wenn da irgendwie keine Ochsen und Steinbrüche mehr übrig sind zum Abschießen, der Negus, der brennt. Lichterloh, der wird sich nicht so schnell erholen können davon. Nee, überhaupt nicht. Ciao, Abraham, schon Bogenschützen. Diese Masse. Das sieht so cool aus. Ich finde das immer total cool, wenn du eine Masse an Bogenschützen hast, die klären einfach alles weg. Es sieht einfach cool aus. So richtig wie in Formationen so. Immer Schritt nach vorne, Stop and Go, das sieht richtig gut aus. Aber es reicht anscheinend nicht ganz, siehst du das? Weil die hatten einfach zu viele Distraction-Ziele, die sie nicht die Bogenschützen vom Keep und nicht die Bogenschützen von den Mauern klären lassen haben. Und Narcissa hat jetzt 5000 Gold, glaube ich. Ja, 5000 ist trotzdem mehr eine Masse, eine stattliche Anzahl an Gold. Und ich denke, sie kann sich bestimmt genug Truppen zurückrekrutieren, bevor der Negus angreift. Und ihr seht es auch, wie die Farben alle brennen, die Steinbrüche brennen. Also langsam wird es gefährlich für Negus. Ich meine auch, ganz am Ende flacht der Negus irgendwann ab. Also ich würde sagen, erst eine Early- und eine Midgame-KI mit keiner Late-Game-Strategie, würde ich ihn einschätzen. Also ich würde sagen, die sind schon noch Late-Game-tauglich, die arabischen Wettkämpfer. Es geht aber nur gegen Leute, die eben fette Mauern haben, wo er eben lange braucht mit dem Angriff und dann wieder genug Gold zusammenkriegt. Ja. Ich würde ihn immer noch als starke Late- und starke Midgame-KI einschätzen. Late, ja, Narcissa aber hingegen auch, ne? Die ist eigentlich im Late-Game auch nicht stark. Das sind nur diese Bogenschützen und das ist eigentlich auch eher Early- und Midgame. Gerade gegen die Dane. Das ist verrückt, ja, Dane hat keine Chance. Keine Chance, denke ich. Dane rasiert da einmal durch. Der denkt sich nur so. Ach, oder Saskia vielleicht, ne? Kann ich auch überlegen. Und wenn die einmal ins Late-Game kommen, ne? Das ist auch immer die Sache. Narcissa wird vielleicht da auch vorher Geschichte schreiben. Oh, die Sache ist halt auch, ne? Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Runde sehen. Die ganze Burg ist aber komplett umkreist. Oh nein! Aber jetzt das Tor ist schon offen! Es ist so gefährlich. Oh mein Gott. Was tun die? Negus! Die rasieren durch die Schwertkämpfer, durch die Schwertkämpfer durch. Siehst du das an? Der Knubbel der arabischen Schwertkämpfer setzt sich durch. Da ist er. Der Balken von der Zister schwindet, ihr seht das. Das war's. Jetzt kommt das Feuer, aber das wird das reichen, ist die Frage? Ich weiß es nicht. Vielleicht ganz knapp. So viel drin. Ja, okay, das reicht. Ganz knapp, aber hat gereicht. Oh mein Gott. Was für ein Schaden. Aber auch nur weil die so gesteckt waren. Ne? Wenn da ein kleiner Rattenschwanz noch gewesen wäre, die wären einfach durchgelaufen. Absolut. Heiden. Ah, dammit. Der Rest passiert damit immer so viel. Das tat weh für Narcissa. Das tat richtig weh. Jo, ist ja richtig spannend hier am Ende. Krass, dass die beide wirklich die Chance haben, sich gegenseitig zu killen. Ich habe gerade gedacht, der Negus macht das ganz entspannt. Auch diese Runde dachte ich wirklich. Aber ist nicht ganz so entspannt. Selbst er muss sich mal anstrengen. Und vor allem Narcissa kommt natürlich, wie du gesagt hast, jetzt viel besser klar mit so einer extremen Waffen-Eco, die sie hier hat. Und kann eben ihre ganzen Truppen, die sie braucht, für den nächsten Angriff schneller rekrutieren. Das heißt, da muss der Negus sich warm anziehen. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die ist einfach kostengünstiger als unterwegs. Der Negus braucht halt einfach Geld für die arabischen Schwertkämpfer. Braucht er halt. Zwangsweise. Sie nicht. Quasi jeden Angriff eigentlich 29 mehr rekrutieren mit 58 Tech for Space. Das kostet. Du siehst ja trotzdem immer wieder irgendwelche Schwertkämpfer ja auch dabei. Ist ja nicht so, dass da. Sind ja schon einige dabei gewesen. Genau, also theoretisch würde er sonst halt langsamer rekrutieren, wenn er eben nicht diese 29 rekrutiert, dann rekrutiert er deutlich langsamer, weil er die Speerkämpfer halt nur ausbildet. Schade, dass das Spiel nicht noch schneller geht, Krari. Und da eine Sache vielleicht noch zu bedenken, weil die Narcissa, ne, die hat eben nicht nur diese Sorties, sondern die hat auch
60% ihrer Verteidiger sind Außenverteidiger. Oh, deswegen so viele. Ja, die hat eigentlich nur 30 Volte oder so und hat dafür aber nochmal 70 Außenverteidiger. Also ich habe mir schon gedacht, ich habe mich schon gewundert, das können doch nicht alles irgendwelche Sorties sein. Siehst du ja, ne? Ich sehe es, ja. Schlau. Das sind insgesamt drei Gruppen. Guck mal, weil es vorgerückt ist hier. So hier ungefähr 20 Bogenschützen. Negus gehört nur noch dieser Platz. Aber jetzt kommt der Vorteil der, der Weizenfarmen. Die brauchen einfach weniger Platz, so. Habe ich das Gefühl. Oder stimmt das nicht? Die brauchen ein bisschen weniger Platz. Ist doch immer noch so, oder? Ja, und rechts vor allem ist auch eben keine von den Death-Truppen gerade, von den Narzissen. Und jetzt greift sie. Oh, das könnte fast ein Ackermatch gehen. Der Negus ist auch kurz vorm Angriff. Ja, ja. Ah, schafft er das noch? Das ist jetzt crucial, ne? Wenn er jetzt ausrückt. Könnte die einfach ranzoomen. Wegfegen, die Bogenschützen. Einfach rasieren. Kann er machen. Hier. Jetzt. Oh mein Gott, der Negus mit dem IQ-Move. Oh, es ist so spannend. Oh shit. Das ist natürlich jetzt erstmal viel, was da geopfert wird. Ja, das ist überhaupt nicht hohe schlimm. Opferzahlen. Hohe Opferzahlen. Aber es ist kein Thema. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm. Im offenen Kampf ist es ihm natürlich einfach viel lieber, gegen die Narzissa zu kämpfen. Guck dir das an. Selbst die Speerkämpfer. Wir marschieren da so durch. Oh mein Gott, Narzissa hat ja 30 Worte. Oh nee, 35, aber trotzdem, das reicht niemals. Und das die marschieren da so durch. Hatte ich nicht gedacht. Oh, das ist jetzt gefährlich. Narzissa hat ein bisschen Gold gepuffert und könnte sie theoretisch ganz viel rekrutieren. Ja, sie kann viel rekrutieren, aber die Frage ist, ob es reicht. Ich meine, wenn die 200 Truppen hat, dann wissen wir halt, es sind halt 100 Speerträger. Genau, die bringen auch halt nichts. Nur Speerträger, das ist das Problem. Oh mein Gott. Das Tor fällt hier im Moment rechts. Ja, das ist es. Oh, das ist gefährlich. Und wenn die Speerträger jetzt schnell genug reinknubbeln, können die vielleicht schon das Pech auslösen. Und jetzt, du siehst es, gefährlich, dass eben die sich in zwei Lager geteilt haben. Das eine Knubbel kommt viel später und dadurch müsste das Pech schon ausgelöst sein, wenn die da sind. Das ist so smart. Das ist so smart. Ja, ich glaube, das sollte er haben, oder? Es ist so smart. Ja, es müsste sein. Nee, gut, GG. Holt sich den jetzt zusammen. Ich kapituliere. Okay, sie hat kapituliert. Ja, 2-0. Oh mein Gott. Oh, guck mal, das Gold. Oh. So close. So close, das ist so krass, hätte ich gedacht, dass es so close noch wird. Holy shit. Aber das ist so, guck dir mal die Waffen an. Hätte ich nicht gedacht. Krass, ne? Guck dir das an. Das ist halt kann wirklich der Negus mehr Waffen produziert haben als Narzissa? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ja, das muss daran liegen, dass die Wirtschaft immer zu lahmgelegt wurde. Ja, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Weil Negus hat ja nicht. Aber Negus hat ja kaum. Wann wurde bei ihm mal die Wirtschaft lahmgelegt? Mal überlegen. Also richtig in der Burg. Gar nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Ja. Nee, eigentlich gar nicht. Ne? Bei ihr halt richtig oft. Ja. Aufgrund der Sheriff-Taktik habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt. So vorne ist halt der Sack, wo die Wirtschaft ist und dann ist sie sozusagen dahinter. Natürlich ist hinten auch noch konstant. Was. Aber, also ich würde sagen, verdient. Auf jeden Fall. Verdient gewonnen, oder? Auf jeden Fall. Ich finde schon, der Negus hat sich da wacker durchgesetzt. Er musste sich auch mal anstrengen. Das fand ich auch mal schön zu sehen. Mal ernsthaft anstrengen. Ne? Es war nicht so ein Sieg, der ihn einfach sozusagen gefühlt gefallen ist, also einfach vom Baum gefallen ist, sondern da musste er sich wirklich mal ein Zeug legen. Aber hat er sich durchgesetzt, dominant, und das fand ich doch sehr strong. Aber hier gucken wir an. Damit heißt das im Prinzip, der Negus ist wieder auf Rang 1 geteilt mit Dane. Absolut. Und das bedeutet, er muss nächste Runde nach unten hauen. Er muss nach nächste Runde gegen jemanden kämpfen, der 2 Punkte weniger hat als er. Und das sollte er wohl schaffen, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, wer hat denn wirklich, also welche KI kann denn wirklich gegen Genegos antreten? Schreibt das mal in die Kommentare. Ihr wisst es vielleicht besser als ich. Ich weiß es nicht. Und ja, war ein geiles Match, soll ich sagen. War echt cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, genau. Morgen geht's weiter bei Pilaf dann. Berater gegen Blutiger Baron. Genau. Schaltet da wieder ein. Ja, ich sage, wir sind raus. Und ciao. Ciao. Kommt und kämpft gegen mich. Und erneut versucht der nichtsnutzige Pöbel aufzubegehren. Geht, meine tapferen Krieger, und macht mich stolz. Glaubt ihr wirklich, ich lasse euch damit ungestraft davonkommen? Es ist Zeit für eure Hinrichtung.
Ich habe lange genug gewartet. Ha, ihr kämpft wie ein alter Affe. Fegt sie hinfort. Schon wieder bedrängt mich ein falscher Edelmann. Doch noch ist es nicht zu spät. Zusammen könnten wir Großartiges erreichen. Der Duft des Sieges liegt in der Luft. Euch ereilt der Tod eines Kriegers. Eine Herrscherin weiß, wann sie geschlagen ist. Ich kapituliere.